Auch heute wieder ein Tag, an dem sich die Corona-Ereignisse überschlagen. Mit welchen Gefühlen verfolgen Sie das aktuelle Geschehen? Ich kann ja als Gastronom zurzeit nur zuschauen. Ja, ich bin ja pensioniert, sagen wir so mal. Und ich wundere mich nur mehr bei vielen Dingen. Wundern Sie sich im Moment am meisten? Erstens einmal über den Ansturm der Geschäfte, was mich wahnsinnig freut. Aber wenn das nicht reguliert wird, so wie bei Five Guys, bei McDonald's und bei Sarah, ich voller Neid schaue ich zu, aber das wird nichts bringen. Ja? Diese Schlangen stehen, dieses Nicht-Abstand halten, ist nicht reguliert. Also die Großen richten sich's und wir Kleinen fallen durch den Rost. Ja? Und das erfüllt mich natürlich schon mit einem gewissen Schmerz, dass wir nicht aufsperren können, andere schon und die Auflagen nicht einhalten. Und natürlich über Tirol braucht man sich jetzt gar nicht mehr wundern. Die armen Tiroler, die Bevölkerung, die sich wirklich restriktiv an vielen Dingen gehalten haben. Und dann gibt es so, wie sagen wir, Machthaber, Politiker, die einfach nichts einsehen wollen. Und das wundert mich echt wahnsinnig, wie das durchgehen kann. Das ist wirklich eine Katastrophe. Also Sie verstehen diese Testpflicht, die jetzt ab Freitag in Tirol gilt, nicht? Naja, die Testpflicht verstehe ich schon, aber warum die Bevölkerung wieder drankommt? Ne? Einfach wegen Fehler, die die Obrigen machen, diese Adlerrunde, ja, die legendäre, die Hoteliers, was die gemacht haben, also mit ihren Flugreisen nach Südafrika und so weiter. Und die armen Tiroler kommen jetzt dran, die sich wirklich an vieles gehalten haben und die kommen jetzt zum Handkuss. Und dass man ein Volk so pauschal verurteilt, ein Bundesland, und den Finger drauf zeigt, das sehe ich irgendwie nicht ein. Das Argument ist, dass es einfach so viele bestätigte und Verdachtsfälle in Tirol gibt im Zusammenhang mit der südafrikanischen Variante und dass man versucht, das einzudämmen. Ist das für Sie ein Argument, das gilt, oder sagen Sie, da müssen wir andere Maßnahmen finden? Das gilt natürlich absolut, ja, das muss man Einhalt gewähren. Also wenn sich das ausbreitet, na dann Feuer am Dach. Ja. Also das sehe ich vollkommen ein, nur eben die Tiroler, die sich daran gehalten haben, dass die wieder zum Handkuss kommen. Und natürlich diese Pauschalverurteilung, das sehe ich nicht ein. Ja. Dass Wien oder andere auf Tirol zeigen, das kann jedem Bundesland passieren. Also Sie sprechen sich gegen das Tirol-Bashing aus und stellen möglicherweise aber auch in Frage, ob es die richtigen Maßnahmen sind, ob auch der Lockdown die richtige Maßnahme ist. Schau, weltweit, überall passiert das, dass Lockdowns gemacht werden, Städte abgesperrt werden. Das ist ja typisch österreichische Eigenheit, ja, dass man einfach sich gegen alles wehrt einmal zuerst und dann das vielleicht doch eh einsieht. Also man muss jetzt rigoros durchgreifen, um Einhalt zu gewähren, damit sich das nicht weiter verbreitet. Aber das ist halt österreichisch, zuerst wehren und dann, ja, haben sie eh recht gehabt. Ja? Also Politiker möchte ich zurzeit nicht sein. Wann glauben Sie denn, wann wird es denn wieder losgehen mit der Gastronomie in Österreich? Also ich befürchte mittlerweile schon nach Ostern, wenn nicht erst im Mai. Ich sehe es nicht ein, aber es wird wohl so sein. Wir müssen es dann errichten. Aber es gäbe viele Ideen, um aufzusperren, ein Soft-Opening zu haben. Hacker hat ja einen Vorschlag gemacht. Das ist natürlich immer so, der ist wenigstens ein bisschen ein Querdenker. Ja? Der ist wenigstens ein Politiker, der was querdenkt und was ausspricht. Ja? Und auch wenn es nur eine Mittagsöffnung ist oder Wochen, unter der Woche Öffnung, was er gesagt hat. Aber es ist wenigstens schon eine Idee, ein Inhalt. Ja? Aber wir müssen loslegen. So geht es nicht weiter. Also wir stehen in den Startlöchern, wir möchten arbeiten. Uns ist langweilig. Wir müssen auch wirtschaftlich, also das Schlimme ist ja das jetzt, dass wir ja zum Beispiel auch in meinem Fall, dass die Dezember-Umsatzersätze noch nicht geflossen sind. Dass die Kurzarbeit Dezember, Januar noch nicht geflossen ist. Und dass wir jetzt fällig gestellt bekommen Ende März, Finanzamt, Gebietskrankenkasse. Wir werden es nicht schaffen. So geht es nicht. Jetzt haben einige Gastronomiebetreiber sich bei mir in der Sendung dafür ausgesprochen, dass zumindest die Gastgärten geöffnet werden ab 1. März. Wie stehen Sie dazu? Naja, ich hätte nichts davon, weil ich habe den U-Bahn-Bau auch noch davor. Also Gastgarten bringt mir heuer gar nichts. Also die Saison ist gelaufen im Gastgarten sowieso schon. Vielleicht für manche, aber das ist halt wieder so ein kleiner Ansatz. Ja, manche, also ich glaube, man muss das wirklich abwägen und eine großzügige Lösung machen. Das ist einmal so ein Detailvorschlag. Ja, aber das wird natürlich auch nur ein paar, das muss ich auch wirtschaftlich rechnen. Also ich glaube, dass es nicht wirklich, wirklich wirtschaftlich rechnet mit diesen Abständen, aber es ist einmal wenigstens ein Ansatz. Also wir stehen in den Startlöchern, ob es klein anfängt, draußen, drinnen, wie auch immer. Also ich finde eine großzügige Lösung, dass alle soft and easy aufsperren können mit diesem Abstand. Wir sind keine Spreader. Bei uns mit unseren Auflagen wird das klappen.
Welche Auflagen können Sie sich denn vorstellen? Sollen in Zukunft alle Gäste Corona-Tests mitbringen? Was wäre möglich in Ihren Augen? Nein, Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Also Corona, zum Kaffee einen Corona-Test, na danke, gute Nacht. Nein, einfach so, wie wir es gemacht haben. Masken beim Reingehen, sich hinsetzen. Von mir ist das Tracking, das war eine hervorragende, easygoing Idee. Das passt so. Aber wir halten die Abstände ein. Also ganz normal. Und es ist bitter, bitter notwendig, dass die Menschen unter Menschen gehen, weil ich warne nochmal davor vor diesen Privatpartys, die werden immer mehr und das lässt die Zahlen steigen. Also verteilt die Leute gerecht, alles soll aufmachen, soft and easy und wir werden sehen, dass wir die Zahlen in den Griff kriegen. Also Sie sagen Corona-Test, nein. Wir haben jetzt aber auch schon Gastronomiebetreiber bei uns gehabt, die gesagt haben, sogar das würden wir uns irgendwie einreden lassen, einfach nur um aufsperren zu können. Was halten Sie denn von der Idee der Selbsttests in den Gastronomielokalen? Ja, auch eine Variante. Von mir ist das noch, aber bitte keinen Corona-Test oder Antigen-Test, dass Sie einen Kaffee trinken gehen. Das geht nicht. Selbsttest gerne, aber ich glaube, die Menschen sind eigenverantwortlich, dass sie eh wissen, wann sie gehen können, also speziell in der Gastronomie. Also mehr Menschen, also den Menschen glauben, also die fortgehen, die wissen, was sie tun, aber die bei den Privatpartys wissen nicht mehr, was sie tun und die spreaden. Und das ist Einhalt zu gewähren, da müssen wir dagegen kämpfen und bitte öffnet alles und wir werden sehen, es wird klappen. Kreative Ideen sind gefragt und auch die ein oder andere Protestaktion gibt es ja schon. Bei welcher Protestaktion sind Sie denn im Moment mit dabei? Bei der 5 vor 12 Aktion. Ja gut, gestern haben wir Blumen verteilt. Schön, ja. Uns gibt es noch. Wir haben die Lichter in der Nacht angedreht. So bescheiden sind wir schon geworden. Aber auf die Straße gehe ich sicher nicht. Also das muss Hand und Fuß haben. Das muss ein konkretes Maßnahmenpaket sein. Aber wir müssen endlich eine Perspektive kriegen, aufzumachen, weil am 1. Mai oder am 15. April ist es definitiv zu spät. Nicht nur für uns Gastronomen, für unsere Mitarbeiter, aber auch für die Menschheit. Ja? Die Menschen halten nicht so lang durch. Und an wen haben Sie gestern Blumen verteilt? Ja, an Leute, die vorbeigegangen sind. Einfach, uns gibt es noch. Und die haben uns natürlich gesagt, bitte, wann sperrt es endlich auf? Die warten ja schon. Ja? Wir haben Getränke verteilt, weil ja ist ja alles verdorben bei uns. Ja? Einfach vor dem Lokal, das haben wir 200, glaube ich, Betriebe gemacht. Ja? Einfach, uns gibt es noch.